Ich spiele bestimmt nicht nochmal mit dem Deck gegen dich, kannst du vergessen. So, ich möchte hier tauschen. Was spielen wir denn? Spielen wir das Gedankenlabyrinth. Ey, wieso gehen die immer raus? Die spinnen doch. Das ist echt ein bisschen frech, dass die mal rausgehen. So, was haben wir hier? Jambas. Hallo Jam. Jams Game. Moin Jamp, alter Kollege. Ich bin... Komm, wir spielen nochmal mit Verbrennen und Verdingsen. Wo ist es? Ausweichen und Verbrennen. Na Jamp. Ich hoffe, du bist ja nicht so ein AFKler hier. Nein, er ist kein AFKler. Das ist ja mal sehr angenehm. Wir haben zwei Mana. Aber wir haben auch den sengenden Speer, der nur zwei Mana kostet. Zweimal. Und die witzigen Dragonauten. Testen wir mal, ob das funktioniert. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Ob das klappt hier mit zwei Mana. So, Jamp, was machst du? Oh, Jamp spielt grün. Nur welches grüne Deck spielt er? Es gibt hier ja mehrere verschiedene. Oh, wir haben auf jeden Fall massiv rote Karten. Schmerzgrenze haben wir auch. Okay. Und gegen grün ist unser Deck natürlich ziemlich cool. Ich hoffe, er spielt das Elfendeck oder so. Das brutzle ich ihm jetzt so weg. Ach nee, grün-weiß. Welches ist das denn? Grün-weiß? Ist das das Elfendeck? Ich bin mir nicht ganz sicher. So. Noch können wir nicht spielen, deswegen machen wir erstmal weiter. Gleich können wir die winzigen Dragonauten spielen. Die sehen auch so lustig aus, diese kleinen Knuffelwesen. Diese Feenwesen, die sich vom Himmel stürzen mit einem, weiß ich auch nicht, Pferderadfallschirm. Oh, da kommt, er spielt doch das Remazuri-Deck. Hä, warum spielt er das zweifarbig? Stählerner Remazuri. Oh, kommt direkt weg, ne? Weg damit, habe ich ja gar keinen Bock drauf. Remazuri ist die brutzle ich ihm ja komplett weg. Hat er das Deck echt so editiert, dass er das nur noch zweifarbig ist? Ist natürlich krass. So, spielen wir Miley oder spielen wir den Unhold hier? Wir spielen die winzigen Dragonauten. Ja, auf jeden Fall spielen wir die winzigen Dragonauten. Und jetzt brützeln und verkohlen wir, bis die Schwarte kracht. Kultivieren. Ah ne, ist doch dreifarbig. Warum hat er sich vorhin falsches Mana geholt? Crazy. Er hatte ja schon die Möglichkeit, einmal Mana zu ziehen und da hat er sich dann noch ein grünes oder noch ein weißes geholt. Verrückt. Verrückte Welt. Hat auf jeden Fall jetzt gut Mana durch das Kultivieren. Ja, wir kriegen auch Mana, das ist schön. So, und was spielen wir? Spielen wir jetzt erstmal Miley, ja, ne? Auf jeden Fall. Jetzt kommt erstmal Miley. Und spielen wir jetzt noch was auf ihn? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal... Wir putzen lieber seine Kreaturen weg. Wenn er da das Remazuri-Deck spielt, dann müssen wir aufpassen, dass er nicht zu viele Kreaturen rauskriegt. Denn das wäre fatal. So, wir können einmal 3 Schaden machen momentan, einmal 4 Schaden und einmal X Schaden.
Ist doch eine gute Mischung. Er spielt nichts. Oh, krass. So, wir haben den Schwefelschwall. Den möchte ich jetzt aber momentan nicht spielen. So, und er wartet ab. Ist ja auch interessant, ne? So, ich glaube, ich muss jetzt aber mal einen kleinen Zauber hier spielen. Hauen wir ihm doch einfach mal 3 auf die Hucke, würde ich sagen. Auf Spieler und auf Jamp. Denn wenn wir hier schon 2 Kreaturen draußen haben, dann müssen wir ja mal ein bisschen Schaden fahren hier. Na, was macht er? Weg ins Exil. Nervig. Aber Miley ist immer noch draußen. Das geht ja. Miley, der alte Unhold. Wirklich ein Schlingel ist das. So, und falls es jetzt unseren Meiler-Unhold auch noch killt, dann hätten wir immer noch die Schmerzgräse, womit er 6 Schadenspunkte kassieren würde. Oder wir hätten noch den Schwefelschwall. Okay, er exiliert ihn wirklich. Frech, oder was? Das ist Pazifismus, ne? Okay, die Fesseln des Glaubens. Es ist ein Pazifismus. Verzaubert eine bleibende Karte. Wenn die Fesseln des Glaubens ins Spiel kommen, erhält zu 4 Lebenspunkte dazu. Die aktivierten Fähigkeiten der verzauberten bleibenden Karte können nicht aktiviert werden, außer es sind Mana-Fähigkeiten. Ist die verzauberte bleibende Karte eine Kreatur, kann sie nicht angreifen oder blocken. Es ist ein Pazifismus. Okay, er hat noch 3 Mana übrig. Wir hatten einen Bannzauber, mit dem wir 4 Schaden machen können. Ist natürlich nicht so geil jetzt. Ne? Okay, das könnte ich machen, will ich jetzt aber irgendwie nicht machen. Wollen wir einen Bandfeuer auf ihn machen? Ne, wir warten erstmal ab. Wir haben ja die Zeit mit unserem Decke, dass er, weil wir brutzeln können. Wir verschwenden unsere Karten hier nicht. Er soll erstmal jetzt ein paar Sachen rausspielen. Er zieht krass Mana. Er hat jetzt ordentlich Mana draußen. Was hat denn der? 4? 4, 6. Er hat 10 Mana draußen. Aber wir haben auch 6. Das heißt, wir könnten 5 Schaden machen. Nö, nö, nö. Wir warten, wir warten, wir warten. Das lohnt sich alles hier nicht. Wenn er gleich hier irgendwelche fetten Remasuri spielt, dann muss ich brutzeln. Bis es knallt, ne? Bis das Ei fertig ist, muss ich dann brutzeln. Ordentliches Omelette backen. aus Jam. Ein schönes Jam-gefülltes Omelette muss ich dann machen. Okay, er wartet hier wie so ein Verrückter ab. Soll das irgendwas heißen für mich? Er soll mal was spielen. Ich mache nicht genug Schaden momentan, weil ich nicht genug Mana habe. Ich würde momentan nur 1, das sind dann 6, 12, okay. Gut, ich könnte ihn jetzt innerhalb von 2 Runden töten. Wollen wir das mal machen? Das könnten wir eigentlich mal tun. Okay, dann spielen wir mal den ersten hier. Auf Spieler. Jamp. So, leider bringt uns das für unseren Miley nichts, aber muss Miley halt eine Runde warten. Der muss aussetzen. Der sitzt auf der Ersatzbank. Der war böse. Er spielt nochmal Kultivieren. Jo, er hat anscheinend mega viel Mana, Alter. Auf der Hand. Er hat wirklich nur 2 Karten auf der Hand, aber 15 Mana draußen. Das ist natürlich echt hart. Er könnte doch schon jedes Monster aus seinem Deck spielen. Oh, wir haben Miley wieder, das gefällt mir gut. Okay, dann spielen wir jetzt mal noch Verkohlen auf ihn. Spieler, ne? Spieler. Jamp. Kriegt dann Verkohlen noch ab.
Und in der nächsten Runde war es das dann. Ja, jetzt kann ich ihn leider nicht mehr töten, aber in der nächsten Runde kann ich das dann. Jo, Alter, er hat 14 Mana draußen. Ne? Oh, das gefällt mir gut. Das gefällt mir gut. So, und er weigert sich hier jetzt auch. Deswegen machen wir jetzt das Bannfeuer. Und Plüm. Das war's mit dem Jam. Omelette ist fertig. So, wir sind der Sieger. Wie immer. Nee. Letzte Zeit haben wir auch öfter mal verloren, ne? Aber willst du nur eins, Kollege? Um eins geht noch. Da konnte ich immer ein bisschen meinen norddeutschen Akzent auspacken. Ne, das spiele ich immer. Gedankenlabyrinth. Da weiß ich auch nicht genau, weil das ja ein Labyrinth ist. Check ich da gar nichts. Wo ist denn der Minotaurus? So, wir haben Träume, ne? Verschleudertes Traumwesen. Der Traumbild. Klaustrophobie und den Rückruf. So. Ja, geht, ne? Geht, ne? Geht, ne? Also der Seelenwächter hat er gespielt. Kreatur, Mensch, Kleriker. Immer wenn eine... Hallo, warte doch mal. Immer wenn eine andere Kreatur ins Spiel kommt, erhältst du einen Lebenspunkt dazu. Niemand hinterfragt die Größe und die Form der Sandkörner in der Sanduhr. Genauso wenig stört mich das Temperament der Seelen, die ich leite. Sie ist wirklich die Seelenleiterin. Ne? Hm, wollen wir die auf die Hand zurückbringen? Die Seelenleiterin. Sozusagen die Seelenschichtführerin. Dürfen die dann auch nicht rauchen gehen? In der Mittagspause. Ich habe ja früher auch mal ab und zu in so Fabriken gearbeitet hier bei mir. In der Umgebung, also in Sommerferien und sowas. Da habe ich dann schön schön vor den Maschinen gestanden und da schön irgendwelche Sachen gedreht und sowas. Richtig verrückt. Aber da konnte man immerhin noch die ganze Zeit rauchen, ne? Und in der einen Firma, in der ich gearbeitet habe, da konnte man dazu noch Bier trinken die ganze Zeit. Und das war dann recht angenehm. Aber heutzutage, da wird das ja auch immer mehr so, dass man da selbst in so Fabriken dann nicht mehr rauchen kann und so, ne? Ich meine, dass du in einer Chemiefabrik nicht rauchen kannst, das ist klar. Aber so in einer normalen Fabrik? Immer wenn eine andere Kreatur mit Stärke 2 oder weniger unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, kannst du eins bezahlen. Falls du dies tust, ziehe eine Karte. Krass. Ist das hier aber 10 Ruben, das Deck von ihm her, ne? Mit den Menschen? Ja, bestimmt. Ach nö, dann kommen hier gleich wieder Engel raus, ey. Da habe ich ja echt Bock zu, ne? Da habe ich ja echt Bock zu. Okay, wir haben noch den Traumbär und den unwirklichen Diener. Spielen wir erstmal den. Der unwirkliche Diener ist echt geil. Ach so, wenn meine Kreatur rauskommt, wird er auch geheilt. Das ist ja schon wieder... Das ist schon wieder prickelnd. So, ja, aber sie muss ja nicht getappt werden, um diese Fähigkeit zu spielen. So, ist er unter 2? Ach so, 2 oder weniger. Ach krass, und er kann dann immer eine Karte ziehen. Boah, den muss ich mir mal... Ich kann ihn gar nicht wegmachen. Okay, ich habe keinen Mana, was nicht so geil ist. Aber das kann ich mir nicht bieten lassen hier. Er kostet 2. Und er kostet... Wir machen jetzt erstmal den Rückruf auf seinen Typi hier. Gefällt mir ja gar nicht. Und jetzt spielen wir das Traumbild auf unseren 3-4er. Vielleicht hätte ich seinen Typen auch kopieren sollen. Aber nö, ich mache lieber Schaden. Ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt mache ich lieber Schaden. Wir können gleich noch den Traumbärchen rausbringen. Das versteuerte Traumwesen.
Und noch eine Kreatur von. Ja, hier ist doch schon wieder der Engel. Was? Ach ne, der Unholdjäger. Ach Mist, und wir haben keinen Dings mehr. Jetzt hat er unsere Dings. Ach, hat er auch noch kaputt gemacht, unser schönen kopierten Typi. Ja, komm. So, wir haben immer einen Mana gekriegt. Jetzt könnten wir die Klaustrophobie spielen, aber die können wir leider nicht kopieren. Die Sonneverzauberung Aura, die könnten wir sowieso nicht kopieren. Nö, ich mach lieber Schaden. Ich bring lieber Kreaturen raus. Wir heilen ihn natürlich hier die ganze Zeit, aber... Was willst du machen? Aber er hat die ganze Zeit Karten gezogen, das gefällt mir gar nicht, ey. Jetzt hat er 6 Karten auf der Hand und ich nur 2! Das ist nicht so nett. So, er hat jetzt auch 4 Mana draußen, der gute alte Jamp. Jamp. Macht es extra spannend, was er jetzt spielt. Wahrscheinlich bin ich jetzt tot. Mentor der Sanften, immer wenn nachher erst ist wieder. Den habe ich gar keine Lust, ne? Ich brauche wieder hier so einen Rückruf, bitte. Rückruf, was machst du? Erstschlag. Ja, du darfst durch. Du darfst mir Schaden machen. Okay. Ah, er ist... Ach, er darf jetzt immer Karten ziehen. Das ist nicht so nett. Und die Klaustrophobie ist auch nicht so nett. Deswegen machen wir jetzt erstmal Schaden. Mit allen fliegenden Kreaturen. Und die Klaustrophobie muss ich mir aufheben für den Engel oder so, den er gleich rausholt. Da geht nichts drüber, ne? Da geht nichts. Ach, da ist wieder der Unholdjäger. Nö. Ach, nö, dieser Unholdjäger, der regt mich auf. Er darf jetzt wieder eine Karte ziehen. Sieht nicht gut aus für uns. Sieht nicht gut aus für uns. Avazins Ruhmdeck ist aber auch echt ziemlich geil, mit dem Unholdjäger und sowas. Das müssen wir auch nochmal zocken. Das Deck ist echt cool. Gerade gegen das Deck hier geht der echt ab. Okay. Wir spielen jetzt den Fürst des Unrealen natürlich. Machen wir jetzt immerhin ein bisschen mehr Schaden. Und wir können jetzt... So, wird er einen von denen opfern? Ne, ihn auch nicht. Selbst wenn er beide davon opfert, kann er mich nicht blocken. Okay. Dann spielen wir jetzt erstmal weiter. Machen jetzt einfach mal... Oder müssen wir mit ihm blocken? Sonst macht er uns 3... 4, 5, 6, 7 Schaden. Wir kommen, wir attacken mit allen. Na, wie blockt er jetzt? Er blockt mit ihm, ne? Richtig. So, ich kann die Klaustrophobie noch nicht benutzen, weil ich habe das Befürchtung, dass er gleich einen Engel rausbringt und dann ist alles vorbei. Wenn er jetzt gleich irgendwas Fliegendes rausbringt, dann muss das sofort klaustrophobiert werden. Sonst haben wir jetzt nämlich nicht gewonnen, jetzt gleich. Aber wahrscheinlich sowieso nicht, weil er, wenn er jetzt eine Kreatur rausbringt, da ist er doch, der Engel. Oh! Welcher ist das? Solange du einen Menschen kontrollierst, ist der himmlische Fluch sicher und hat Unzerstörbarkeit. Ne. Ne.
Er ist jetzt wirklich fluchsicher, ne? Und unzerstörbar. Verdammt. Wir waren so nah dran an unserem Sieg. Ja, genau. So, jetzt wird erstmal sein 2-2er hier klaustrophobiert. Da wir jetzt eine Klaustrophobie extra haben. Und wir können jetzt nichts machen. Ist ja ein Traum. Oh, nee, ey. Hat er einen Lack. Dass dieser Typ fluchsicher ist, ey. Ich wollte den noch kopieren. Hallo? Ja. Hat nicht ganz geklappt. Ich hätte den kopieren können. Okay, wäre wahrscheinlich auch nicht so geil gewesen, aber... Er zieht sich jetzt hier mega viele Karten, Alter. Krass, dieses Deck ist so... so immer aufeinander abgestimmt, dieses Avazins Ruhm. Ja, egal, was du machen kannst, bringt das dir einfach dir so viel weiter. Oh, wir ziehen Mana. Wir können diesen Typen... Nur weil er fluchsicher ist, können wir ihn nicht wegmachen. Ach nö. Wie unfreundlich. Wie ungehobelt. Na, großer Abschaffer. Während des Zuges können deine Gegner keine Zaubersprüche wirken oder Fähigkeit von Artefakten. Kreaturen oder Verzauberung aktivieren. Okay. Der große Abschaffer. Ich schaff dich auch gleich ab. Oh, und er zieht sich hier krass Karten, ey. Ist dieser Mentor der Sanften geil, ey. Also, jetzt kommt hier noch der Champion, ne? Champion des Sprengels. Oh. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich gewinnen soll hier. Ich kann gar nicht mehr gewinnen. Er ist... Ich habe gar keine Karten, die... Ich krieg den 5-3-Engel nicht weg. Ich krieg den nicht weg. Ne. Ich krieg den nicht weg. Ich bräuchte diese Schlafkarte. Alle gegnerischen... Einheiten Schlaf. Das ist eine Schlafzauberkarte. Die wäre geil. Die ich in meinem. Die ich in Olsens Hämmerchen-Deck drin habe. Die wäre jetzt genau das Richtige. Oh, und er zieht jetzt hier krass diese Typen. Jo. Oh, er kann mich doch aber gleich schon töten, oder? Oh, seine Kreaturen sind so schwach, er kann mich gar nicht töten. Der kann mit dem 5-3 auf gar keinen Fall attackieren. Oh, nochmal der Champion des Sprengels. Der wird ja immer besser. Boah. Reicht's jetzt? Jetzt greift er mit dem. Ne, mit dem greift er nicht an. Er kann doch nicht angreifen. Wow. Jetzt spielen wir hier den Wächter. Der eine Kreatur macht. Naja, wisst ihr ja. Der macht eine Kreatur, die, sobald der Gegner einen Zauberspruch spielt, wird die so groß wie die Mana-Kosten des Zaubers. Das heißt, wenn er einen 4er Zauber spielt, kriegen wir eine 4-4 Kreatur. So, wir können aber auch nichts machen. Gibt es einen Zauber, mit dem wir, also, wir könnten das Elementar hier. Das könnten wir spielen. Das wäre nice. Dann könnten wir seine Karten übernehmen. Das wäre cool. Das wäre jetzt genau das Richtige. Aber ansonsten. Oder mein Kartzieher hier oder sowas. Mann, Mann, Mann. Inquisitor von Elgau. Lebensverknüpfung. Wenn der Inquisitor von Elgau stirbt, Geist ins Spiel bringen. Dieser Mentor der Sanften macht mich fertig. Den hätten wir kopieren sollen. Okay, den hätte er auch getötet, aber...
Der wäre cooler gewesen. Ach, echt? Was, bitte? Okay. Der hat aber keine Wachsamkeit, Kollege, ne? Oder hat er jetzt noch verhindere allen Schaden? Okay, den Rückruf haben wir noch. Okay. Hey, das kann ja nicht sein hier. Also wir greifen jetzt einfach mal mit allen an. Zur Not haben wir noch einen Rückruf auf der Hand. So. Okay, er stirbt jetzt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Holen wir mal einen davon weg. Ich hoffe, das ist jetzt noch der Richtige. Ich bin da nicht ganz so sicher. System ist beschäftigt. So, wir spielen jetzt den Zwillingszauber. Und machen jetzt... Welchen machen wir weg? Ich weiß es nicht. Welchen exilieren wir hier? Den Mentor der Sanften machen wir mal weg. Da können wir ihn jetzt nicht töten. Ja, das war es leider für uns. Wir sind jetzt tot. Weil er schon zu viel Leben hatte. Aber, naja. Was willst du machen? Jo. War geil von ihm gespielt, ey. Aber ja, dieses Deck ist halt auch geil. Dieser Mentor der Sanften, oh, der hat schon so auseinandergenommen, ne? Echt krass. So, wie spät ist es? 10:30. Halb elf morgens. Ist ja hart. So, da muss ich jetzt erstmal los. So, dann haben wir erstmal wieder ein paar Folgen. Die schmeiße ich jetzt schnell in den Render rein, damit die auch hoffentlich noch halbwegs rechtzeitig online kommen. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.